Hallo zusammen. Nach der Dusche ist für euch wie immer vor der Dusche. Mit dem klassischen Titel Die Dusche. Ein Wochenende mit Daniel in der Dusche. So, ich komme jetzt natürlich gerade aus der Dusche und berichte euch natürlich mal, das war ein sensationelles Erlebnis. So, vielleicht können sich einige schon denken, worum es in dem Film jetzt geht. Natürlich nicht um die Dusche, sondern der Titel nennt sich Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Das war ein sensationeller Film. Eigentlich braucht bei dem überhaupt nichts hinzuzufügen, natürlich. Jeder hat seine Meinung. Das wurde hier in dem Film auch mal verdeutlicht. Jeder Mensch hat seine Meinung. Und wenn meine Meinungen aufeinander prasseln, dann gibt das schon mal ein bisschen Ärger, je nachdem. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber im Endeffekt muss man doch immer am selben Seil ziehen. Man diskutiert hin und her und wägt ab, was richtig und falsch ist. Und dann hat man im Endeffekt trotzdem die gleiche Meinung. So, was war jetzt hier Sache? Ja, da war halt ein Familienvater, glücklich verheiratet, hat einen jungen Mädchen, ein kleines Mädchen, macht einen Campingurlaub und auf einmal ist die Kleine weg. Da wurde die von irgendeinem bekloppten Triebtäter entführt, vergewaltigt und noch viel Schlimmeres kann man sich ja im Endeffekt mit Kopfkino vorstellen, was da so abging. Der Mann ist am Boden zerstört. Und auf einmal im Winter, schwerer Winter, nicht so wie hier im Westerwald, also ein bisschen Schnee halt. Jo, war das ein Brief im Briefkasten? Boah, komisch, hat er sich gedacht. Wo kommt der Brief da rein? Jo, keine Fußspuren im Schnee. Briefkasten war auf. Und dann macht er auf und guckt. Und dann steht da drin, er soll mal da in die Hütte kommen, wo das Kind damals vergewaltigt wurde. Da kommen Erinnerungen hoch. Wut, Trauer, alles auf einmal. Der Schauspieler, der Mann, ist Christ, glaubt an Gott. Aber durch diese Sache ist sein Glauben sehr ins Wanken gekommen. Und so ist es auch bei uns im Leben. Uns passieren schlimme Sachen und dann fängt man an zu zweifeln. Wenn ich an meine letzten Monate zurückdenke, war auch nicht schön. Trotzdem muss man sich immer vor Augen halten, Gott ist für einen da. Und dann war der Brief unterschrieben mit Papa. Hat er sich erst gedacht, das kann doch nur seine Frau gewesen sein, aber die ist doch gar nicht da. Eine Frau nennt Gott immer Papa. Ja gut, dann lässt er sich auf die Sache ein, will dahin und fährt in die Hütte und erlebt ein Wahnsinnswochenende. Also ich muss ganz neu sagen, ich muss meine Rangliste neu bewerten. Bisher war bei mir auf Rang 1 Herr der Ringe, auf Rang 2 Star Wars. Dann dachte ich halt eben so unter der Dusche, ja, ich muss irgendwie eine andere Rangliste haben für gefühlvolle Filme. Ich würde mal sagen, drei Viertel der Leute im Kino, davon abgesehen, das Kino war voll. Ich bin ja so ein Kinoexperte, gell? Normal komme ich immer auf den letzten Drücker. Da war ich mal zu Beginn im Kino mit Freunden und das Kino war schon voll, ey. Ich habe mich dann dazwischen gezwängt, in der linken Hosentasche M&M's. Die habe ich auch gar nicht aufgemacht. So hat mich der Film gefangen und so Wahnsinn war das einfach nur, kann ich nur sagen. Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Also wer sich den Film nicht anguckt, der ist selber dann schuld. Ist ein dramatischer Film über einen Mann, der sein Kind verliert. Aber auf diese Weise ja, wieder neu zu Gott findet. Und einfach nur Hammer, der Film. In diesem Sinne, tschö bitte.